Moin, moin, Tag, Servus und Grüezi, meine lieben Nemos, und willkommen zurück zu einer weiteren illustren Folge von Satisfactory mit dieser andere Gamer. Hallöchen. Mit Xento Antarix. Willkommen bei Telekolleg Satisfactory. Willkommen, oje, mit Kretsche. Der hochmotivierte Mitarbeiter. Ja, du hast gesagt, wir sollen runterschalten, also. Heute bauen wir ganz spannende Sachen. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Gott sei Dank ist das nicht eine Aufnahme gewesen, bis 50.000 neu anfangen musste. Bei Cent on jede Fresse greift. Wir sind sehr gut drauf, wie ihr hören könnt, ihr Lieben. Ich habe ein Drehwurm unten bekommen mit der Plattform. Ich zeige euch mal, wie weit ich gekommen bin. Ich habe bis der Zement ausgegangen ist, beziehungsweise Beton, gebaut. Und jetzt machen wir mal was anderes. Wir gucken, was der Onkel Kretsch hier gebaut hat. Zwischenzeitlich haben wir uns ganz doll lieb gehabt. Wir haben ein bisschen rumgealbert, aber nur ein kleines bisschen. Ihr kennt uns. Und ich habe ganz kleines bisschen. Und wir sind gar nicht durchgedreht dabei. Und ich knüppel hier den Treibstoff hier und klöpfe von der Tür. Was, die Hose ist geplatzt? Geil. Vertragen. Und es geht wieder los. Hosentalk, jetzt neu auf RTL. Was seid ihr denn, Alter? Wow, Spiel hängt. Ich glaube. Bei mir ist alles klar. Bei mir ist das Spiel gerade kollabiert. Du bist ja nur der Host, du bist unwichtig, ich brauch eh keiner. Was geht denn jetzt ab? Also, wir können weiterspielen, noch. Nein, ich nicht mehr. Okay, ja, dann toll, dann kann ich ja auch mit. Bam, bam, bam. Ja, toll, das Spiel hat sich totgelacht. Leute, wir können in die Zukunft schauen, gleich ist das Spiel weg. Einen Moment. Oh Gott. Nein. Ja. Die Corona-Krise hat das Spiel erfasst. Nein. Ich wusste es, wie ich es einfach wusste. Ihr Lieben, ja, ihr seid live dabei, ihr habt gerade Standbild. Jetzt habt ihr schwarzen Bildschirm, weil ich jetzt mal die Gates-Kralle angewendet habe, weil mir das Ganze zu blöd ist. Unreal. Ah, das Spiel ist wirklich zusammengebrochen. Ja. Das Kind darf es jetzt, wenn man über eine Stunde dummes Sexwitzchen war. Das war keine ganze Stunde, bitte. Jetzt hör doch mal auf den. Jetzt, mein Gott, Herr. Das habe ich doch gesagt, damit die wissen, dass wir so eine geile Potenz haben. Du bist so kleinkariert hier. Alles auf die Goldwaage legen. Ja, echt mal. Okay, ihr Lieben, ihr habt jetzt zwar schwarzen Bildschirm, aber ihr dürftet uns noch hören. Jetzt muss ich einfach noch mal Epic neu starten. Mal gucken, ob das noch passiert. Eben gab es noch Probleme bei Steam. Steam war down ganz kurz. Und hoffen wir mal, dass Epic verschont bleibt. Ist der Corona hier, der Corona herum. Und Epic will gerade nicht starten, auch geil. Oh, also ist komplett abgestürzt, ein komplettes Spiel. Ja. Das war dann ein sogenannter epischer Absturz. Okay, ich krieg keine Reaktion mehr rein von Epic. Tja. Beende ich das mal hier und klick's nochmal an. Das ist der neue Digital-Corona. So, jetzt launcht Epic wieder neu. Oh, Epic Game Launcher wird vorbereitet. Hi, nobody zockt. Soll ich auch lieber mal mein Epic-Dings neu starten oder lieber lassen? Also meinst du noch? Meinst es nicht infiziert? Nö, meins auch nicht. Ich habe noch kein Coronavirus. Genau. Okay. Die Kanzlerin lässt vermelden, Corona ist jetzt digital und verbreitet sich über WLAN. Okay, ich hoffe, dass jetzt nicht zu viel vom Spielstand flöten geht. Ich muss jetzt den Spielstand von meinem Rechner in die Cloud hochladen. Ah. Babam, bam, bam, bam. Der Spielstand wird jetzt über Luft übertragen. Ich liebe es! Dam, dam, da. Jetzt wird die Cloud synchronisiert. Ach du Scheiße. Oh, geil, guck mal, wie sie synchronisiert wird. Oh, ich sehe. Oh, die macht voll Synchron-Clouding. Oh. Die Cloud? Oh. Was klaut sie denn? Naja, das Bild. Die klaut die Claudia. Claudia? Ich glaube, das kannst du machen wir nochmal von neun. Nö. Ist gut so. Es ist live. That's live, baby. Na. Liebe Kinder, ihr seht in dieser Aufzeichnung eine Live-Übertragung. Na, so live nun nicht, aber hey, Fehler passieren. Viele schneiden die raus. Wir machen extra neue für euch. Genau. So, ich bin wieder da. Hip, hip, hurra. Er ist wieder da. Wir produzieren mehr. Die Schinselords sind wieder zurück.
Back in the game. Lasst uns die Weltherrschaft erklöppeln. Da steht ein Kretsch am Wasserfall, ganz still und stumm. Er dreht sich ganz munter um sich rum. Hallo, lieber kleiner Kretsch. Hallo. Hallo. So ein Glück gibt es in diesem Spiel keine Schwebedrohnen, liebe Leute, sonst würdet ihr sexuelle Übergriffe von Schwebedrohnen sehen. Ich hab den Hintern im Gesicht gehabt, das war nicht schön. Ah ja, komm, ja. Hier reibt sich ja nicht. Geh mal weg, Kotz. Ist tatsächlich nur eine Minute oder so weg bei mir. Ja, right. Bei mir, muss ich eigentlich bloß noch die Pumpe neu setzen. Die Pumpe neu setzen, okay. Ja, mir geht die Pumpe. Ah, setz die Pumpe, du geile Sau. Ah, Xenobecher ausprobieren? Ich geb dich. Ich bin beschäftigt, ich hab keine Zeit. Wenn du das machst. Ach ja. Komm her, ihr dreckigen Huren. Da ist das Spiel. Ich bin unterwegs. Und wir craften ganz heldenhaft noch mehr festen Biotreibstoff. Ah, hier krieg ich ja nasse Füße. Da muss ich mir eine neue kaufen. Neue Füße? Ja. Bei Fußbay. Boah! Entschuldigung, Fußbay. Au! Bitte! Sind da hochgekommen? Sie haben sich wahrscheinlich hochgeprügelt, wahrscheinlich. Da hinten. Da muss erst noch schwimmen, Alter. Ja. Das. Pumpe. Pumpe. Da sind die Kraftwerke. Pumpe mit der Pumpe. Warum habe ich es mir so umständlich gemacht? Das wissen wir, die Götter. Hat jemand Draht einstecken? Ja. Nicht mehr. Ja, leider, Herr damit. Normalen Draht oder Kabel? Draht. Wo bist du denn? Da hinten. Ich bin hier oben beim Katerium. Ich komme. Beim Bumbelord. Katerium? Wie sieht denn eigentlich Katerium aus? Gelb. Also, ich meine, wie die Füllmenge aussieht. Ja, nur noch 3 Plätze im vorletzten Container und den letzten Container dann noch voll und dann. Oh. Zimmer, haben wir unser Lager. So. Dip, 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 dip. Möge der Klöppel mit dir sein. Ja. Sandro, ich hoffe, du hältst da nicht dauerhaft einen Finger drauf. Doch. Was denkst du denn? Ein Taschenmesser aufmachen und auf die Leertaste legen, davon schon was gehört? Was soll das bringen, wenn ich die Maustaste gedrückt halten muss? Weil du dich dann, keine Ahnung, kannst du in den Schlappen gehen, was auch immer. Ich hab doch eh sonst nichts zu tun hier. Ja, ich fühle mich auch gerade ein bisschen nutzlos hier. Na, ich nicht. Ich gehe jetzt begutachten, was ich zuletzt gemacht habe. Nein! Was hat er gemacht? Ich bin runtergefallen. Na gut, weitermachen. Du bist aber nicht tot, du bist auf die Plattform gelandet. Auf die Plattform, Alter. Auf die Plattform. Ja, drei denselben Gedanken. Bist du auf Plattform? Alter, bist du Plattform? Bist du Plattform? Ja, andere Gamer, Ehre. Du hast so eine Karre. Stimmt. Wieso lauft ihr alle? Stimmt. Tja, weil diese. Dank Nobody zockt. Ja. Aus dem Weg, ich bin. Genau. Aus dem Weg, ich bin hier Polizei. Ich bin VIP. Let's play Micro Machines. Heißt so fertig. Wie gekauert man da drin hockt, geil. Yep. Wow. Oh. Nicht ins Loch fahren, Alter. Aber wir könnten theoretisch. Boah, Bouncy Bounce. Ja, Bouncy Bounce. So, dann kann ich euch immer weitermachen. Ja, mach weiter, du Sau. Ich mach weiter. Geil. Ja, make it weiter, du Sau. Make it great again. Mach groß nochmal. Das war die Anspielung. Make great again. So, ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt hier unten im Kabaus. Ich habe quasi hier im südlichen und im westlichen Bereich alles ausgebaut. Fehlt jetzt noch der Rest, ja, die Hälfte vom westlichen plus das nördliche. Dann ist die Plattform unten 1:1 auch ausgebaut wie oben. Aber woran erkennt man das nördliche? Es ist nicht beim südlichen.
Da stehen die ganzen Sci-Fi-Utensilien rum. Die Hälfte haben wir schon hier verbaut. So viel mehr ist es nicht. Und wir müssten in etwa auf derselben Ebene sein wie die Treppe vom Wasserfall. Also das kleine Plateau darunter. Ist auch nicht so schlecht. Da könnte man vielleicht auch sogar noch ein Kraftwerk hinklöppeln. Kraftwerke. Tatü, tata. Ach ja, ich klöppel ein Loch in unser Raumschiff. Ein Raumschiff? Hä? Ach, keine Ahnung. Altes Spiel. Wollt gerade sagen. Wir sind die USS Klöppelpreis. Königsberger Klopse werden geklöppelt von Xentor. Da ist eine Borg, nach einer Borglocke klöppelt sie. Scheiß Mist, viel klein, klettert einfach hier durch unsere Base. Den gebe ich einer mit. So ein Walker? Ja. Ja, ich finde, die Dinger sehen ja aus wie in so große vergrößerte Flöhe. Das ist der Herdentrieb. Lauf. Laufschlampe, lauf. Laufschlampe. Geil. Die Dinger sehen aus wie Mägen. Wandelnde Mägen. Ich finde den Kopf einfach so witzig, ey. Wenigstens sehen sie nicht aus wie eine Taschenlampe. Aus wie ein Elefant mit einem Schlangenkopf. Hat er jetzt schon wieder was vergessen? Könnten wir bitte jemand mit dem Auto, was im Kofferraum liegt, bitte mal noch 3 Platten vorbeibringen, weil dann brauchst du nicht auszusteigen. Wäre cool, wenn der jetzt runterfallen würde. Ja, ich versuche die ganze Zeit, ihn irgendwo hinzutreiben, aber er hat seinen eigenen Willen, leider. Treib, du Sau. Ich brauche noch wieder 3 Platten. Wir haben ein Haustier. Okay. Du weißt, es tut mir leid, Kretsche, die Jungs sind gerade mit wichtigeren Dingen beschäftigt. Ja, ich merke das schon. Auf mit Flöhen irgendwelche bösen Sachen. Ich habe geschafft, was ihr nicht geschafft habt. Und du sei ruhig, du hast das Vieh regelrecht gejagt das letzte Mal. Ich? Gar nicht. Nicht du, so, Kretsche. Ja. Ich hab gar nichts mit ihm, ich sehe noch Sophilie, ne? Sagst du. Sophilie. So, was willst du, Kretsche? Verstärkte Platten, ich bin schon auf dem Weg in die Base. Also, zumindest mit meinem Auto. Hallo! Geil! Ey, geil! Das klappt! Was passiert? Guck mal! Wer hat uns gefragt, wie lange es dauert, bis Guck jemand mal. Den ersten umfährt? Ich hab gerade den Fullspeed! Bin ich an Nobody hängen geblieben. Er ist umgekippt und ich bin dann mitgefahren. Ja. Ich bin aufs Dach gesprungen, das geht. Jetzt bist du im Boden drin. Deine Räder sind im Boden. Hui. Nobody ist zu schwer, hat zu viel gefrühstückt heute Morgen. Ja, Alter. Oh, sorry. Boah. Kaffee. Er hat auf einmal gelenkt. Kaffee, bitte, Kaffee. Oh, ich find's faszinierend, wie dieses Ding in alle in jede Richtung fährt, außer Stößchen. In die soll. Müssen wir mal probieren, ja? Warte mal, willst du das hier probieren? Das ist was. Ich brauch verstärkte Platten, hab noch welche. Ich glaube, du brauchst viel mehr, glaube ich. Wie viele? 3 Stück. Oh, ist das eine Kackkarre. Ernsthaft, muss ich jetzt aussteigen? Oh mein Gott, Alter, bist du ein verwöhntes. Das ist der neue Renault Manual. Hey, warte, nicht wegfahren, sonst kriegst du keine Platten. Achtung, hier kommt er. Ja, sind im Kofferraum. Boah. Also, das Ding ist scheiße, das mag ich überhaupt nicht. Ey, ich sammle immer Beeren und Nüsse, aber ich krieg einfach keine mehr ins Inventar. Auch letzte Folge schon nicht mehr. Doch, böse. Sehen die einfach anders aus, ne? Ach, bleib einfach stehen, du blödes Pidgey-Mobil. Wieso bekomme ich die denn nicht mehr? So, jetzt schmeißen wir hier mal hier die Pulle rein hier, damit da immer wieder die Kacke läuft hier. Ui! Ui! So, kommt hier mal wieder das. Ui! Kommt hier mal Kennt wieder. Schmackes in die Bude nee, hier. Guck mal hier, wie jetzt wieder die Kacke läuft hier. Ey, ich glaube, jetzt sieht meine Plattenwichser. Was, Plattenwichser? Hallo? So, Strominski ist wieder aktiviert.
Hoho! Könntest du mal bitte stehen bleiben? Denn ich hab keine Zeit. Ich will das letzte Kraftwerk bauen, das sagt gerade. Komm zu. Halt an! Hallo! Ich krieg gleich mit Arc spielen, jetzt kannst du. Tust du gar nicht. Ja, was treiben sie denn wieder, die Kinder? Und wo treiben sie? Und wie treiben sie es? Wir treiben es hinten am Kraftwerk. Wer treiben es? Oh, wir treiben es am Wasserfall. Guck um. Willst du mich jetzt verarschen? Das ist kein Wasser. Spring drauf. Andere Gamer. Was brauchst du? Es war abgehakt. 10 Platten. 10 Platten. Nur noch 4. Hast du ganz toll gemacht. Ich hab nur noch 4. 10 Platte Negerlein und so weiter. Ach du Scheiße, what? Okay, ich kann ja noch welche machen. Wer sind nicht vorbei. Er kann auch mehr Platte Negerlein. Hallo Centaur, hast du noch verstärkte Platten? Ich hab 10. Let me check this out. Ich bringe sie nicht vorbei. Nö, aber ich kann dir ganz viel Sprit geben, wenn du willst. Sprit hier vorne in den, der Einzelpener da. Da sprudelt das Wasser über die Kante. Haus, der Kraftwerker hab ich schon alle Ich hab schon überall mein Ding ins Kraftwerk gehalten. Aua. Wo ist denn noch Body hin? Ist drin. Nimm das hier, Scheißhausfliegen. Hier, da, nimm das. Du hast mich hingelettert, du. Das da. Was passiert eigentlich, wenn man das hier macht? Man stirbt zum Beispiel. Du kannst das Ding auch abbauen. Ja, ich will schlagen. Hey, hast du gesehen, was da passiert ist? Ja, Mann. Du wurdest geboostet. Geh weg! Hey, wer? Ich hab mich auf den Sack. Könnt ihr mal eure eigene Karre nehmen? Ich darf bei anderen. Ach, mit nein, diese andere Karre? Bei dir mit. Dieser andere Gamer ist jetzt eine Karre? Genau. Lass mich aufsteigen. Nein. Das klingt falsch. Ja. Steig auf jemand anderen. Das klingt noch falscher. Xentor, komm her. Ich kann gerne steigen. Da hast du eben aber anders gesagt. Du hast sogar gesagt, steig auf. Oh. Steig auf, junger Wandersmann. Lass uns an den anderen ran. Okay. Achso, ich muss die erstmal aus dem Kofferraum rausnehmen. Schon. Genau, du musst den erstmal aus dem Kofferraum. Genau. Kohle in einem. In diesen Kofferraum passen problemlos 3 bis 4 Leichen. Negativ. Zerstückelt vielleicht. Ach. In den Kofferraum von dem Mobil ganz bestimmt. Träumst du nachts? Na gut, das möchte ich nicht wissen. Er träumt von Dingen, die Welt bedingt. Dings. Wo ist meine Kiste? Where is the Kiste of Doom? Where is the Kiste? The Kiste of Doom. Ja, ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, das ist eine sehr illustre Folge in der Tat gewesen. Erst mit so einem kleinen Crash-Absturz. Ich hoffe, dass OBS trotzdem noch sehr gut aufnimmt, ne? Wir haben ja noch ein paar Minütchen, so ist es nicht, besonders durch diesen 5-minütigen Ausfall, sagen wir mal, komm, aufgerundet 5 Minuten. Aber ansonsten sind wir gut drauf. Juhu! Vielleicht. Genau, wir anderen, wir sind alle ganz traurig. Das will ich auch hoffen. Ja, wir haben uns Mühe gegeben. Dafür kriegst du einen Schlag. Oh, hau die Sau. Das halte ich für ein Gerücht. Hau die Sau. So. Hast du mein Glück. Bastle what you can, genau. Pass mal auf, andere Gamer. Ja. Du baust da hinten gerade die Produktion, wie ich sehe. Ja. Oh, jetzt hau ich mir erstmal die Beere in die Fresse. Ja, das sieht irgendwie so aus. Ich würde sagen. So, jetzt geht der Scheiß aus. Weißt du was, dieser andere, das ist es mir wert. Das ist es mir wert. Wo seid ihr Scheiß ausfliegen? Mach ich euch platt. Okay.
Ja, Kackhaus fliegen, ja, da bist ja du Sau. Da, nimm das, du. Ich würde halt schlagen, dass 6 Produktionen pro, also 3 Platten, 3 Stangen, dann 6 Schrauben. Ja, nee, okay. 6 Stangen. Nee, warte mal. Wie oft hatten wir das Wort? Ja, ich würde auch sagen, ich würde aber auch sagen, 3 Platten, 6 Stangen, 6 Schrauben. Dann. Ja, also du musst die 6 Stangen in die 6 Löcher stecken. Wir haben ja genug Bänder. Geil, 6 Löcher. Ja. 6 Bänder. Ich würde versuchen, Bänder, wir bräuchten mir 6 mal Stangen, 3 mal Schrauben. Satisfactory SM-Bedarf. 6 mal Stangen, 3 mal Schrauben. Achso, ja. 6 Stangen. Ja, um Schrauben herzustellen, brauchst du ja Stangen. Ja, aber ich würde unabhängig davon machen, ich würde 6 mal Stangen machen und dann nochmal Stangen für die Schrauben. Warum lässt der eigentlich immer sein Fenster offen, wenn der fährt? Ja, der so viele Schrauben auf jeden Fall. Wir brauchen eh irgendwann nochmal Stangen, deswegen kann man da ruhig produzieren. Er braucht Stangen in der Hand. Stangen in der Hand. Seid ihr hilfreich, Leute? Natürlich. Ihr seid richtig hilfreich heute. Yay! Ich will vergessen, was ich machen wollte, weil Nobody mich die ganze Zeit ablenkt. Juhu! Yay! Ah. Das ist nicht mehr normal. Ich sehe nicht mal deinen. Wer kam auf die Idee, diese blöden Autos zu bauen? Ich. Yay. Naja, eigentlich. Ich. Genau, eigentlich Kretsche, ich hab sie nur gebaut. Am Ende wird abgerechnet. Warte mal, hast du die gebaut? Nee, ich hab sie gebaut. Da drüben ist die Samu, da ist er. Die Sau, mal fertig. Die Zeno-Böcher hatte ja gebaut. Die hab ich gebaut, ne? Los, mal fertig hier, die Sau. So, jetzt. Hinter ihm her. Ja. Ja, ich habe ihn erwischt. Geil, oh, ich auch. Yay. Ich habe ihn angebucht. Er steht auch mal wieder auf, Junge. Wie? Liegst du auf der Seite oder was? Ja. Immer in Bewegung bleiben, Nobody. Immer in Bewegung bleiben, das ist das Wichtigste, damit er uns sicher kriegt hier. Da, der Sau. Autoscooter. Achtung, Cobra 11 unterwegs. Mach Platz. Ihr seid so geistig untermittelt. Geistgestört. Geht. Das ist ja wie die Post-Speed, Alter. Ja. Die gehen ab, die kleinen Dinger. Ja, 55 km/h am Anfang. Das sind keine 5. Ja, gut, aber mit dem Wendekreis von 0 Grad. Hui! Oh, ich höre jetzt gerade auch die passende Musik dazu, ne? Ja, Touché 2 auf einmal, geil. Oh, da müssen wir noch ins Druff puzzeln hier. Da kommt er hier. Das Team mit den Dingen ist nicht so einfach. Hab ich auf die Hörner genommen. Wir glitschen gerade durch die Bodenplatten. Nee, ich hab ein Problem, ich bin tot. Ist doch nicht unser Problem, wir fahren Auto. Wir haben keine Probleme. Ja, genau. Sail away. Dream your dream. Schisshasenspiel. Der Sonne hinterher. Ey, oh, was geht? Hey, dieser andere, komm. Schisshase. Spiel mir Schisshase. Jehova. Hallo, könnt ihr das mal bitte einmal mit dem Auto schauen? Überhaupt nicht mehr. Ja, ich bin standhaft. Kretsche, hörst du, dieser andere ist standhaft. Er hilft dir. Komm, wir fahren alle zum Kretsche und überfahren ihn. Geil. Probier's. Ich bleib hier gerne stehen. Wenn ihr bitte zu mir kommt und dann mit mir kommt. Wo ist er denn überhaupt? Guck auf oben auf deinen. Hey! Also. Ernsthaft? Ihr habt euch diesen Schlepper gebaut. Was? Ja. Haben wir? Schlepper? Das war ein geiler Jump von der Plattform hier. Das hättest du jetzt sehen müssen her. Wo haben wir einen Schlepper? Zumindest oben in diesem Kompass werdet ihr als Schlepper angezeigt. Wir sind geile Schlepper. Weil jedes Auto ja ein eigenes Dings hat. Ja gut, vielleicht haben sie für dieses kleine Moppelding noch keins gebaut. Ja, das. So, hier. Ich glaube, das ist dein Fahrzeug, Kretsche.
Nein, mein Fahrzeug liegt in meiner Kiste. Warum? Weil ich läufst du gestorben etwa? Bin. Center, stopp, stopp, warte. Ah. Nee. Ich will mal probieren, ob das auch auf dem Gras funktioniert, dass ich aufsteigen kann. Alter, so. Komm mal her. Ich bin da. Yay! Yeah. Yippie, Rodeo! Komm mal her, ich will mit drauf. Geh mal rüber, warte, wir verstehen. Ich glaube, das ist aber zu niedrig. Nö, nee, geht. Okay, Leute, ja. Ab geht's. Yeah! Und jetzt fährt er gleich in den Abgrund. Ja, fahr du mal bitte zu meiner Kiste. Oh, Motion Sickness. Yay. Mein Vater will nicht bleibt stehen. Ja, das macht doch meistens nie, was ich will. Wo ist denn deine Kiste? Fahren wir halt mal zur Kiste. Warte auf mich. Auf dem Gras tut er sich nicht so gut steuern. Ja, das ist ja richtig scheiße. Gras, du musst rückwärts fahren auf dem Gras. Nein, wir fahren nur vorwärts. Wir sind Deutschland. Merkt man am Regierungskurs. Links, rechts, vor, zurück. Ich bin Merkel am Steuer. Boah, nee, ich bin da weg. Ciao. Dachte ich mir auch gerade so. Gott sei Dank laufe ich. Ich bin jetzt mit das Merkel am Steuer. Die Alte versucht jetzt eigentlich bloß nicht rasch zu. Ist mir egal, ob ich jetzt irgendwas eine Strafe oder so einen Scheiß krieg. Naja, also die Dinger steuern sich ja wie ein Schuh her. Ja, auf Gras sind die nicht gedacht. Ja, deswegen, liebe Kinder, nicht rauchen und fahren. Und auf jeden Fall nicht mit eurem Schuh fahren. Und bitte tut auch mal nicht im Fall, Schuh wohnen. Busch vor euch. Wenn ihr einen Busch vor euch seht, dann habt ihr was falsch gemacht. Ja, ich bin am. Es sei denn, es ist euer eigener Busch zwischen den Beinen. Ja. Okay. Also großes Lob an dieser andere. Er ist der Einzige, der jetzt noch seriös ist und hier wirklich was baut. Ich komme mir gerade sehr schäbig vor. Wieso? Das kommt mir gar nicht voran im Let's Play. Das hat doch das Fetchy leider auch schon gemacht. Wie? Der ist doch gestorben. Ja, und ich brauche immer noch eure Hilfe, um in die Kiste zu kommen. Ja, wo ist denn deine Kiste? Guck oben. Jetzt mal ernsthaft. Dann sag doch mal was, ey. Gut, ich gehe jetzt zu deiner. Hallo, jetzt mal ernsthaft, dann komm mit, ich helfe dir. Ich bin schon lange da, du Vollidiot. Dann komm ich halt nett, geh ich halt wieder weg. Ist das geil, ihr Lieben. Ach du Scheiße. Warte, komm. Okay, liebe Nemos, ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um einen kleinen Cliffhanger zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch obwohl das Spiel einmal abgekackt ist. Wir hatten viel Emotion, wir hatten platte Flundern an Teammitgliedern. Wir hatten Need for Speed, wir hatten Merkel, wir hatten alles, wir schaffen das und. Bei uns gibt's einfach alles. In der Tat, bei uns gibt's einfach alles und ihr könnt auch gerne mal bei dieser andere Gamer Center in die Ecke. Ihr könnt auch gerne bei dieser andere Gamer mal einschalten. Da seht ihr das Ganze aus einer anderen Perspektive. Zum Beispiel, was er jetzt gebaut hat, während wir meistens nur am Rumplödeln waren. Es ist tot. Wer Fortschritt sehen will, soll bei mir vorbeigucken. It's tot, Jim. Ich habe übrigens Kohleenergie aufgebaut, zumindest bloß das Wasser. Siehst du? Hat sich ja noch niemand gewehrt. Siehst du? Er hat es nur zum Teil gemacht. Ja, weil ich gerade auf dem Okay, ihr Lieben, nicht so eskalieren. Wir sind am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen, für Ideen, Tipps und Vorschläge könnt ihr gerne Kommentare da lassen. Wir bedanken uns und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt wollte ich dir eine Beere geben zum Dank. Willst du halt nicht? Jetzt ist